Ihr dürftet mich jetzt wieder hören. Hoffe ich. Und los geht's. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Ich hab noch nie verstanden, was die gemacht hat. Zuerst habe ich gedacht, die würde mir einen Einlauf legen, aber dafür ist das Ding etwas breit. Komm schon, was macht die mit mir? Die legt mir doch jetzt nicht ehrlich einen Einlauf. Nee. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also, ich krieg jetzt hier keinen Katheter oder sowas. Könnt ihr euch mal bitte informieren, was die mit mir macht? Das finde ich recht unangenehm. Sie scheint mir irgendwas in die Magengegend zu rammen, also wenn nicht sogar noch tiefer. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Nein! Entschuldigung. Das musste jetzt sein. Leg dich erstmal lang. Wo ist der nächste? Nee. Seid ihr meine Kollegen? Oh. Nein, ich habe gerade meinen Kollegen geschlagen. Stirb! Okay, Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Alle! Antwort, so viele, bis keine mehr da sind. Ganz einfach. Komm schon, hau drauf! Ja, krieg einen voll auf. Nein! Nein! Haben das andere von euch auch, wenn sie Assassin's Creed spielen? Wenn sie einen Angriff mal nicht blocken, sind die komplett aus dem Takt raus. Hör auf mit Steinen zu werfen, das ist ja... Au! Au! Geht doch! Komm her! Ja! Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe.
Nur ein Kratzer. Lass mich so, ihr könnt euch jetzt entweder den ersten Part nochmal angucken oder... Ach, sei später. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. So. Merkt euch diese Narbe. Wenn es euch nicht schon aufgefallen ist, hat Desmond genau dieselbe Narbe an der Lippe. Weil ich weiß ja, dass man seinen Verwandten ähnlich sieht. Aber 2000 Jahre Geschichte, das nicht. Okay, das war übertrieben. Nicht 2000 Jahre. Ich meine irgendwie 600 Jahre. 500, 600 Jahre so rum. Das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Wir sind ja, glaube ich, 1460? Ist das schon der zweite Teil? Hast du gar nichts dabei gehabt oder habe ich zu früh los? Ja, ich habe zu früh losgelassen. Ich möchte euch nicht betatschen, ich will nur eure Knete. Ihr seid doch hoffentlich alle meine Feinde, oder? Nicht, dass ich jetzt hier meine Kollegen ausraube. Scheiße, du könntest jetzt hier ein Kollege sein, weil du hast nicht dieses Weiß-Schwarze an. Man, das ist doch langweilig. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Man, bist du langsam? Was ist in ihn gefahren? Frag doch mal lieber, was in den Erbauer dieser Stadt gefahren ist. Als er hat gebaut hat. Der wollte dort, hat man da drauf rumklettert. Kommt, meine Freunde. Hoffe ich zumindest. Wäre schade. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Kann man eigentlich von einem Stein zwei Narben kriegen? Ist alles, was er hat. Und vor allen Dingen dazwischen nix. Hast du einen Stein in der Hand? Das war's auch schon und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Boah, immer wenn ich Assassin's Creed spiele, sehe ich das... immer wenn ich Spiele in einem Let's Play spiele, sehe ich das immer alles so kritisch, was die machen. Okay, kritisch jetzt nicht, aber mir fällt es einfach viel mehr auf. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Dann auf drei. Uno, due, tre. Ich schäme mich fast ein bisschen. Oh, Versagen ist keine Schande, Bruder. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Da denkt man sich immer, le Parcours wäre was Neues. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Hm.
So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Du willst ja jetzt nicht ehrlich hier oben sitzen bleiben, bis ich zurück bin. Warte doch vielleicht unten auf mich. Da musst du nicht Da müsste ich nicht umsonst den Turm wieder hier hoch. Zuerst synchronisieren. Hallo, ich kann den Todessprung. Ach nee, heißt interagieren. Ja. Lass mich. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Ja, was der letzte jetzt machen wollte, weiß ich nicht, aber ist mir eigentlich auch egal. Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Was für eine Beschreibung. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Was für ein Atem. Kann aus guten Metern eine Kerze ausblasen. Möchte ich auch können. Oh. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiodunkane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, Wache. Bringt mir seinen Kopf. Jetzt. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei... einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Sag jetzt nicht, du... Ah! Wusste ich doch, dass du mich irgendwo mal... dass du mich eigentlich noch gesehen haben müsstest. Wow. Wieso renne ich eigentlich immer um diesen dummen Häuserblock rum? Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Heute bin ich meine Freunde. Ich habe frischen Da. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Vieri di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet.
Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Ihr werdet reich durch Halbwahrheiten und bin kein Kunde von ihr wird jemals schlecht. Ich mag teuer sein, aber meine Ware. Nein. Man. Geht doch. Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie die ganze immer. Stadt kennt mich. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Eigentlich habe ich so gedacht, ja, die reichste Familie in Venedig würde, naja, etwas größer wohnen. So richtig schön Villa, Palast. Weil seid doch mal ehrlich, dieses kleine... Obwohl, den kann ja theoretisch alles gehören. Oder ich stehe vor dem falschen Haus. Das kann auch sein. Aber ich meine, das Haus der Medici wäre woanders. Da müssten wir theoretisch auch noch reinkommen. Was ist das? Wenn ich das richtig sehe, sind das Blütenblätter. Wer sammelt Blütenblätter? Am besten sage ich heute mal nicht ganz so viel. Weil meine Erkältung... Ich bin nicht auffällig, ich bin nicht auffällig. Guckt einfach weg. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Nein. Schön weiterarbeiten. Bischero. Jetzt lass mir endlich an die doofe Kiste ran. Viel Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Klopf, klopf. Ah. Es gibt so Wörter wie herein. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Bin ich irgendwie die Tante für alles? Habe ich irgendwie kein... Mein Hobby ist meiner Familie helfen. Ja, super. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war... untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn.